Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und einem neuen Projekt Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast steht an. Nun ja, wir haben in der letzten, beziehungsweise in den letzten drei Teilen ja schon mit Cal Katarn Bekanntschaft geschlossen und den werden wir auch dieses Mal wieder spielen. Und dieses Mal komplett in Deutsch, also mit deutschen Untertiteln und auch deutsch vertont. War das erste Mal, wo sie sich dann die Mühe gemacht haben, das anzupassen. Ich habe es auch, ich glaube damals auch zu Release relativ häufig gespielt, ich glaube mehrmals sogar durchgespielt. Kann mich aber an nicht mehr allzu viel erinnern, wie halt bei den anderen Teilen auch schon. Ich habe jetzt halt echt jahrelang nichts mehr gemacht, was diese Reihe angeht. Und von daher freue ich mich jetzt auch schon drauf, die Erinnerung mal wieder aufleben zu lassen. Ich habe noch eine HD-Mod drauf gemacht, die ein bisschen schönere Texturen bereitet, ein bisschen das Ganze halt auf Full HD angepasst. Links wie üblich in der Videobeschreibung. Nun gut, so viel dann dazu. Wir starten mal ein neues Spiel auf der Stufe Jedi und schauen mal, wie weit wir dann kommen. Also durch wahrscheinlich. Wie gut wir durchkommen, das ist natürlich die andere Frage. Alles klar, so viel dann dazu. Ich starte dann mal ins Intro. Viel Spaß! Vorbereitung auf den Landeanflug. Was auch immer für diese Übertragungen verantwortlich ist, das zeigt sich nicht auf den Sensoren. Dieser imperiale Außenposten wird genauso verlassen, wie er sein soll. Er ist so tot wie der Rest von Kijim. Mon Mothma muss langsam paranoid werden. Sie hat noch nie Profis wie uns auf so eine Vergnügungstour geschickt. Kyle, Jen, seien Sie gegrüßt. Mon Mothma, Kyle sprach gerade von Ihnen. Zweifellos. Ich habe beunruhigende Neuigkeiten zu der Mission auf Kijim. Ich hasse es, wenn Sie beunruhigend sagen. Wir haben einen Teil der Übertragung dekodiert, die wir heute früh abgefangen haben. Und, ach, hören Sie besser selbst. Admiral Fire, erste Schatten noch. Geschlagene Station auf Kijim. Wenn... Müssen wir wenn das Tal der Jedi ver... Kriege der Wiedergeborenen. Das Tal der Jedi? Wiedergeborene? Wir glauben, dass diese Übertragung für Galen Faya bestimmt war. Wir verdächtigen ihn, der Anführer der Hinterbliebenen in diesem Sektor zu sein. Wahrscheinlich ist die ganze Geschichte nichts weiter als ein Schauermärchen, das sich Soldaten am Lager nicht erzählen. Doch da Sie die einzigen Überlebenden der Ereignisse im Tal der Jedi sind, dachte ich, dass es nur fair ist, wenn ich Sie warne. Dass diese Mission vielleicht gefährlicher ist, als wir zunächst angenommen haben. Ihre Ziele bleiben jedoch dieselben. Finden Sie so viel wie möglich heraus und neutralisieren Sie alle Streitkräfte der Hinterbliebenen, die Ihnen begegnen. Möge die Macht mit Ihnen sein. Ah.
So viel zum Thema Vergnügungstour. Psst. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Naja, dann war es das jetzt auch erstmal. Das Spiel hat leider hier so eine Auto-Aim-Funktion. Das ist ein spannender Tag bei diesem Einsatz. Wirklich? Wohin bist du denn versetzt? In Sektor 7 war was frei, da habe ich mich beworben. Nicht schlecht. Das wird bestimmt ein ruhiger letzter Tag. Ganz bestimmt. Und ja, ich muss mal gucken, ob ich mich da irgendwie dran gewöhne. Also so die Testrunden fand ich so schon mal sehr stressig. Ich glaube, also man kann sie irgendwie auch nicht richtig ausschalten. Ich hatte es mal über so einen Konsolenbefehl hingekriegt, der geht jetzt aber auch nicht mehr richtig. Wir schauen mal. So, wir haben den Vorteil, wir können hier unsere Waffen ein bisschen aufladen. Und dann können wir den gemütlich wegballern. Ebenso wie dich. So, hier war das hier, glaube ich. Hier können wir halt noch hochhüpfen und ein paar Bacta-Tanks mitnehmen. Mit den Secrets muss ich tatsächlich mal noch schauen. Also ich glaube, hier sind sie zumindest nicht essentiell. Wir kriegen dadurch jetzt nicht irgendwie mehr Machtpunkte oder irgendwas. Wir kriegen halt nur mehr Items. Von daher muss ich halt mal schauen, wie wir das dann regeln. Ich werde, weiß nicht, ob ich sie dann noch wieder alle mitnehmen soll oder nicht. Im Moment tendiere ich eher zu nein. Weil dann, ja, kann ich ein bisschen gemütlicher das Ganze angehen und muss mir halt nicht vorher immer noch Videos oder Guides anschauen. Ist da jemand? Nein. Und du kannst da mal runter. Von daher, ich glaube, ich bleib dann einfach mal beim normalen Spieldurchlauf hier. Du könntest doch ruhig mal warten, meine Liebe. So, du kannst... Au! Wir haben jetzt Schaden gekriegt, weil der auf uns draufgefallen ist. Na toll. Die Master haben dagegen keine Wirkung. Ich werde versuchen, die Tür irgendwie zu öffnen. Warte hier, Jam. Ja, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Ja, und diese komischen Dreher macht er irgendwie auch zwischendurch mal. Keine Ahnung, wo das herkommt. Nun gut. Die Hinterbliebenen haben normalerweise ziemlich strenge Sicherheitsvorkehrungen. Durchsucht die Offiziere nach Zugangskarten. Mach ich. Allerdings werde ich mir jetzt erstmal noch ein bisschen Zeug hier rausholen. Jetzt haben wir eine Versorgungskarte und damit konnten wir, glaube ich, die Dinger hier aufmachen. Nee, auch nicht. So, danke. Wem die Schrift oben links bekannt vorkommt, von den Items, die wir aufnehmen, ist halt Quake 3 Engine. So, hier oben können wir nämlich eine Kanone aktivieren. Perimeterverteidigung aktiviert. Juhu! Hat es funktioniert? Nein, aber wenigstens genießt du jetzt die allgemeine Aufmerksamkeit. Na endlich, die wollte ich doch schon immer mal haben. So, wir helfen Jen mal noch ein bisschen. Weil dann die Kollegen hier wird. Hier hätten wir halt noch eine Möglichkeit, uns da ein bisschen was anzuschauen. Ah, noch mehr Bacta. Ich glaube, die konnten wir mittlerweile auch jetzt einfach per B oder so, per Tastendruck nutzen. Könnten hier runterspringen, aber wir haben ja Zeit. So, Leben haben wir zum Glück noch keins verloren. Ne? Achso, gut. Quick Save ist auf F9. Aha, Quick Load geht nicht. Mal schauen. Ja, aber zumindest können wir wieder speichern. So, die Tür ist ja immer noch zu. Dann schnappen wir uns mal die Kanone. Und öffnen. Das ist wohl auch eine Art, es zu tun. Das ist die einzige Art, es zu tun. Kontrollpunkt gibt es aber auch noch. Von daher. So, ab nach unten. Ich könnte tatsächlich mal... Sorg für Deckung.
Okay, ich warte hier. Bleib nicht den ganzen Tag weg. Ja, stimmt. Das Ding geht ja wieder hoch. Und hat uns fast zerlegt. Gib auf, so, und der hat jetzt, glaube ich, Alarm gerufen. Wenn mich nicht alles täuscht. Achso, ja. Hier. Und wir heizen einfach mal rein. Da ist noch jemand gewesen. Tja. Ja, gut. Ganz so schlimm sieht es aber nicht aus. Gut, jetzt müssen wir die erstmal den Strom abstellen. Da haben wir, glaube ich, jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal können wir hier runter. Ich befürchte, ich muss gerade tatsächlich noch mal kurz in die Steuerung. Bewegung. Genau. Ducken hätte ich gerne auf STRG. Dankeschön. Ja, das ist deutlich angenehmer. Okay, dann können wir jetzt weiter. Hier könnten wir, also da kommen wir auch raus. Da ist halt unterhalb von der Plattform, wo wir waren. Wo wir gerade runtergekommen sind. Hier haben wir jetzt einen Generator, der kaputt geht. Ah. Das hatte ich tatsächlich nicht mehr in Erinnerung. Okay. Der erste Tod kam doch etwas früher, als ich erwartet hätte. Aber gut, versuchen wir das Ganze nochmal. Bleib hier, Jen. Sorg für Deckung. Nichts. Wir spielen hier nur. Okay. Ein Problem weniger. So, dann versuchen wir das doch gleich nochmal. Also runter. Wir haben diesmal ein bisschen weniger Leben verloren. Und dann können wir gleich vielleicht hier mal eine Runde fliehen. Und? Wusch. Guck mal. So geht das doch deutlich besser. Ach so, genau. Hier hinten kommt man noch rum. Und nach oben. Hallo. Gar nicht. Überraschung. So, den schnappen wir uns jetzt mal. Haben wir noch eine Versorgungskarte und können jetzt hier die ganzen Türen mal öffnen. Und ein wenig Leben stibitzen. Ich glaube, das ist ein primäres Kontrollterminal. Ich hab's. Ich glaube, ich bleibe noch etwas hier und sehe, ob ich nicht ein bisschen Verwirrung stiften kann. Okay, das ist mir ganz recht. Ah ja, wir können ja mittlerweile mal hier die Ziele anschauen, ohne dass es mir aus dem Spiel, also dass sich die Auflösung ändert und ich das nachher zusammenschnippeln muss. Ja, ich glaube, das würde es ein bisschen angenehmer alles von der Technik. Ja, mach dir mal. So, also wenn die ein bisschen entfernt sind, geht das mit dem Auto-Aim tatsächlich einigermaßen. Also ist jetzt nicht so wirklich störend. Von daher, ich hoffe mal, es bleibt dann auch dabei. So, die Herren. Fröhliches Sterben. War da noch einer? Ja. Ah, genau, die Kisten können wir damit aufmachen. Na dann komm, mach. Und dann gibt es halt auch so ein bisschen Versorgungszeug. In dem Fall. Was waren das jetzt? Ich glaube, die Nachtsichtgeräte oder irgendwas in der Art. Gut, schauen wir uns ein bisschen weiter um. Wie gesagt, so ganz habe ich die Level auch nicht mehr im Kopf. Aber das sollten wir hinkriegen, denke ich.
Hallo? Da ist erstmal zu. Ich glaube, jetzt geht's auch hier noch nicht weiter. Probieren wir noch ein paar andere Ecken aus. Da kam ich her. Ich glaube, hier kommen wir jetzt zum Flur wieder zurück, oder? Ja. Hier ist aber auch sonst nichts Interessantes. So. Ja, ist okay. Plattform. Fahren wir mal nach unten. Kyle, der Plan zeigt, dass der Stützpunkt 3 Sektionen hat. Ah, das ist ein Fernglas, das wir aufgenommen haben, scheinbar. Es ist ein wenig dunkel. Inventar. Genau, Biotech Bacta-Kanister. Ach, da muss ich rüber. Elektrofernglas. Okay, wir haben noch keinen Nachtsicht oder. Ach nee, warte, das haben wir, glaube ich. Die Nachtsichtbrille. So, wie kann ich das denn auswählen? Auch wieder mit R? Nee, das sind die Waffen durchschalten. Das waren, glaube ich, die Jedi-Kräfte mit X und Y. Wir schauen tatsächlich nochmal kurz nach. Genau, Waffe, Bewegung, Inventar, Elektrofernglas mit G. Nachtsichtbrille, Pfeiltaste links, okay. Nein. Ach so, hier Ziffernblock, Pfeiltaste links. Dann schauen wir uns hier unten mal um. Na? Wie geht's dir, mein Kleiner? Sektor 10 gemeldet. Was für eine Art von Störung. Androide aktivierte das Sicherheitssystem auf der unteren Ebene. Ach, das ist schon das dritte Mal in diesem Monat. Hört auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Okay. So, das wäre halt schön, wenn die mal treffen würden, die Schüsse. So, danke für die Karte. Und du kannst da auch noch schnell sterben. So. Sieht nach einem imperialen Kurs. Das kennen wir ja noch aus Dark Forces. Ah, jetzt können wir hier die verschiedenen Dinger, glaube ich, alle mal freischalten. So. Den Code merken wir uns mal. Hier schalten wir mal ab und jetzt kommen wir auch wieder hier hoch. Ist sonst noch irgendwas von Interesse hier eigentlich? Ich glaube nicht so. Ah ja. Da in den verschiedenen Gebieten sitzt noch jemand rum. Was geht hier vor? Nichts. Alles in Ordnung. Ah, da hinten wäre noch Zeug, aber Leben brauchen wir tatsächlich nicht. Muni können wir mitnehmen. So, können wir mit dir irgendwie ein bisschen interagieren oder so? Mehr oder weniger. Nun gut. Ich glaube, hier runter zu springen bringt auch nichts. Haben wir eigentlich eine Karte? Fällt mir mal gerade so auf. Ich glaube eher weniger. Hier können wir mal unsere Waffen kurz anschauen. Was wir denn so haben. Du was Neues? Hier ist richtig was los, Kyle. Ja, schon. Party, Party, Party. Na gut, dann schauen wir nochmal. Hier unten haben wir jetzt halt nur die Abkürzung, glaube ich, mehr oder weniger geöffnet. Oder bringt das sonst noch was? Nee, ich glaube nicht. Könnten theoretisch auch wieder zurück, aber warum? Haben wir denn irgendwo einen Abschnitt gehabt, wo wir sonst noch nicht weiterkamen?
Hier ging es ja nur nach unten. Ich weiß gar nicht, warum müssen wir da irgendwie großartig Backtracking betreiben? Wahrscheinlich ja nicht. Wahrscheinlich ja nicht, nee. Gut, wo haben wir denn noch ein Gebiet, wo wir noch nicht waren im Moment? Ich meine, das bringt jetzt auch nicht so viel. Ja, ja, Gorg, ist okay. Hier können wir auch nichts großartig mit anfangen. Also hier runter war ich schon. War ich denn hier schon mal? Nein. Guck mal. Da haben wir es doch. So, weg mit euch. Ah, genau, und jetzt können wir hier eigentlich auch gemütlich mal rüber. So, ein Code haben wir schon. Wir müssen noch die anderen finden. Und das mache ich, glaube ich, zuerst mal. Ja, Geschütztürme. Können wir die irgendwie auch... Ja, die können wir nicht mal wegballern. Frech. Ah ja. Meinst du? Ich habe mal gerade gespeichert, ne? So. Damit wäre der schon mal weg. Ah, sehr gut. Energie können wir gerade gut gebrauchen. Füllt sogar relativ viel auf, merke ich gerade. Noch mehr Bug da. Ah, genau. Warte. Genau, B war das. So, dann schauen wir uns hier nochmal um. Wir brauchen ja noch einen Code. Dann mach das doch mal. Ich glaube, hinter mir ist auch noch jemand, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, guck mal. Jen, ich brauche deine Hilfe. Hier ist ein Zugangsterminal, aber es ist kodiert. Bin schon unterwegs. Ach, kommst du jetzt hierher? Okay. Aber das geht ja, glaube ich, nicht so einfach. Kyle, ich sitze hier fest. Komm zurück und hilf mir. Ja, ja, ich bin unterwegs. Und da sollten wir es, glaube ich, auch tatsächlich nicht zu lange Zeit lassen, weil sonst Jane tatsächlich drauf geht. So. Geht da bitte mal weg. Das ist meine Freundin. Hat ja lange genug gedauert. Ich bin eigentlich ziemlich gerannt. Na komm. Das machen wir aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. An der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.